So, meine lieben Freunde, lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Neue Runde Technomancer. Wir sind jetzt auf dem Weg zu neuen Gefilden. Wir haben uns jetzt mal so eine schöne Uniform angezogen und werden dann mal losreisen und werden mal schauen, wo wir diese wichtige Mission haben. Finde den Buchmann in der Arena, betritt die Voyare Lagerhaus in Ophira, töte den Sturmheuschrecke, betritt die Kapelle, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen hier hin, gehe zur Aurora Schattenfahrt. Da werden wir jetzt hingehen. Da müssen wir nämlich eine neue Mission erledigen. Da haben wir uns also. Talking to them can answer the question you've been asking yourself. Are they friends? Brothers, maybe? Or just enemies? Genau. Warte auf die Rückkehr des Rovers, das haben wir geschafft. Das mit dem Rover müssen wir dann wieder machen. Und wir müssen jetzt hier die bösen Buben alle killen. Unsere Mission lautet hier. Wir schaffen Aurora Uniform von den Technomancern. Unsere Mission hier lautet. Wo ist unsere Mission? So, jetzt neutralisiere die Aurora-Truppen, beschaffe Aurora-Uniform von den Technomancern. Das heißt, hier müssen wir jetzt hin. Das werden wir jetzt tun. Halt! Don't move! What are you doing? In case you haven't heard, there's been a truce and a peace treaty is being negotiated. So, jetzt ist das Ding. Wollen wir zwischen den Streit machen zwischen den Leuten und für diesen Prinzen, den wir in der letzten Folge gesehen haben, jetzt wieder Streit zwischen den Leuten machen? Wir haben ja eine andere Uniform an und geben uns ja als was anderes aus. Und jetzt unsere eigenen Leute angreifen, die Technomancer. Was wollen wir jetzt machen? Die Lage erklären, Dondaldos Plan übergehen oder angreifen und dem Plan folgen? Das ist das. Ah, das ist ziemlich schwierig. Das sind immer Entscheidungen, die ficken einen richtig hart. Was wollen wir machen, Leute? Die Lage erklären? Oder angreifen? Ich weiß nicht. Die eigenen Leute angreifen oder zwischen den Leuten halt Stunk machen, ist auch scheiße, ne? Aber ich will ja in dieser Stadt bleiben. Das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich könnte die Lage erklären, mal gucken. Wollen wir das mal machen? Die Lage erklären und mal gucken? Oder wollen wir... Ah, ich weiß nicht. Ich will halt keinen Krieg ausbrechen lassen, ich erkläre den. Ja, wir haben gehört. Die Wahrheit ist, wir sind nicht Teil der Abundance mehr. Wenn du Asyl suchst, ich bin sorry, aber... Das ist nicht, was wir suchen. Even if the deal is tempting... Just listen, we work for a guy who wants nothing more than to restart the war between your corporation and Abundance. We were sent to attack you and make it look like Abundance broke the truce. So why are you telling me? Because I've seen too much blood and war for one lifetime. But I need a favor. Our backer wanted us to bring back your uniforms to prove we accomplished the mission. Your employer won't just take your word for it? Doesn't sound like such a good employer. Here, take this key. It'll get you into our stock over there. We always have some spares. You're a technomancer too? What a shame. Would have been nice to just talk. Exchange information we know about the settlers. About Earth. Maybe another time, yeah? Thanks for the key. Okay, nice. Karma ist, neutralisiere Aurora-Truppen mussten wir jetzt nicht machen. Das heißt, wir können uns die Uniform einfach so holen. Das ist ganz geil. Ich weiß nicht, ich werde nicht immer alles mit Gewalt und stumpfe Scheiße lösen, nur weil irgendwelche Vollidioten Bock darauf haben, irgendwie einen Krieg anzufangen. Da stehe ich einfach nicht drauf. Aber wo geht's denn jetzt längs? Karte, da müssen wir hin. Ach so, da unten geht's weiter, alles klar. Aber erstmal alles aufmachen hier. Muss halt immer auch alles absuchen, ne? Hier sind überall immer Karten.
Na, wie gesagt, wir konnten das gewaltfrei lösen. Das finde ich halt ganz cool. Mal gucken, ob der das mitkriegt. Wir müssen halt jetzt unsere Lüge aufrechterhalten und sagen, ja, wir haben die angegriffen, wir haben die gekillt und so. Und dann machen die halt keinen Streit und sind dann untereinander friedlich. Und dann können wir beruhigt nach Hause gehen. Weil, sagen wir mal so, was er nicht weiß, ne, macht ihn nicht heiß. Und uns macht es glücklich, weil wir nicht unbedingt Gewalt anwenden mussten. Ich hoffe, alle Schränke, die wir hier aufmachen können. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich umziehen kann. Ah, feels bad. Wir haben nämlich... Wo bin ich? Hände, Waffe, Oberkörper. Leatherjacke, das muss ich anziehen, weil da Fallenstufe plus 1 drin ist. So. Ich glaube, jetzt können wir auch ohne diese Jacken und so rumlaufen, weil wir hier doch alles erledigt haben. Und Stufe 3 ist das höchste, was man an Schlössern aufmachen kann. Und die Jacke hat halt... Schloss und so plus 1. Und wir haben nur Level 2 geskillt. Das heißt, wir können alle Kisten öffnen, wenn wir die Jacke anhaben. Und die Jacke ist nicht mal schlecht. Es hat meistens guter Stuff drin. Ne? Zum Beispiel kriegen wir jetzt ganz, ganz viele Eisenhammer. Weder Hilfskraft, Jacke und so weiter und so fort. Müssen wir hier irgendwas machen? Wir müssen ja irgendwie darüber, ne? Es ist sehr verwirrend. Die Karte ist sehr verwirrend. Ah, da hinten geht's hoch. Alles klar. Ah, okay, die Treppe hoch. Ich hoffe nur nicht, dass wir hier kämpfen müssen. Aber ich denke mir mal, das müssen wir nicht. Death to the humans! Kane avenges us! There are troops in Kane here, then we must fight Sephiroth. We have no other option. I'll explain later. Woher kommen die denn jetzt? Au, die hat mich angeschossen. Achso, das ist einer von unseren Leuten. Der Dicke hier. I am sorry for that attack. Kane's troops are increasingly out of control. You're not responsible for what every other mutant does. Who's Kane? A leader who wants to exterminate the humans. He says it is the only way for us to be free. He is a violent brute, but very smart too. So he is very dangerous. And he gets more followers each day from those of my kind who grow tired of how humans treat us. From those who want vengeance and freedom, even if we must get it through blood. I do not think that is the way, though. Someday I will have to fight against him, but for now, we must go back to Noctis. Yeah. So. Ja, ist halt immer leider so, manchmal wollen die Leute halt einfach alles immer nur mit Gewalt klären. Aber manchmal kann man auch eigentlich Sachen diplomatisch und schlau klären, aber einige möchten halt nicht. Also muss man denen halt mit Gewalt Einhalt gebieten. Wir haben sehr viele Sachen, die wir hier aufheben können. Das ist der Wahnsinn. Aber der hat nichts, aber wir müssen halt hier nochmal hin. Dass das nicht unter Diebstahl irgendwie gilt, ne? Wenn wir von denen die ganzen Kisten öffnen und den ganzen Käse rausholen, den sie hier haben. Guck nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nope. Dann müssen wir noch einmal hier um die Treppe rum. Und den Pupskram auch aufheben. Und ich finde es halt schöner, wenn es ohne Gewalt ist. Da. Aufsperren. Öffnen und mitnehmen das Zeug. Gut, haben wir das gemacht? Täuschung.
Dann ist die Sache nämlich schon mal erledigt, ohne dass wir irgendein Blutvergießen gemacht haben. Dann können wir nämlich hier schon mal weg. Guck mal, da haben wir sogar noch eine Kiste verpasst. Und da unten sind wir gekommen. Keine Gegenstände drin. Da oben waren wir schon. Ja, da oben waren wir schon, genau. Da können wir hier wieder zurück. Ja, aber ist doch gut, Leute. So haben wir keinen Ärger. Müssen die nicht töten, weil eine Chance hätten die eh nicht gehabt. Und das wäre halt wieder nutzlos gewesen. So täuschen wir einfach vor, dass sie Krieg haben. Die verstehen sich aber. Er ist in dem Glauben, dass die sich ankacken. Was nicht der Fall ist. Und alle haben ihr Glück. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Jeder hat einfach... Wir lassen ihm einfach in den Glauben, dass das so ist, dass die sich da gegenseitig auf die Fresse hauen. Und fertig ist das Ganze. So, dann reisen wir. Dann reisen wir nämlich erstmal zurück, würde ich sagen. Informationen, da du das Nukleus gebracht haben, wurde... Ja, das haben wir. Und dann haben wir hier noch ein paar Missionen. Wir gehen aber erstmal zurück und bringen die zwei Missionen weg. Oder ich glaube, das ist sogar erledigt, weil die jetzt ja die Mission haben und ich habe das, glaube ich, abgeschlossen. Da muss ich gar nichts mehr machen. Aber wir müssen trotzdem zum Prinz zurück und ihm sagen, dass wir das Schiff da weggeschafft haben, wo wir den Unfall hatten. Ich glaube, zwei Folgen vorher war das, wo wir hier in die Stadt gekommen sind, in die neue, in Noctis. Wo wir ja von Operia oder wie das heißt geflohen sind. Genau, erstatte ihm Bericht. Das machen wir jetzt auch sofort. Vorher gucken wir aber nochmal in unsere Brust. Seltene Jacke haben wir gekriegt. Schwere Voyage, die ist schlechter. Das heißt, eigentlich müssen wir schon unsere Seltene Jacke anziehen. Wir behalten aber vorerst das leichtes Handwerkhemd behalten wir mal, weil die hat plus 1 Herstellung, steht unten drin. Sehr wichtig. Fallenschlösser. Das ist unsere Lederjacke hier. Wo ist sie? Die andere. Das ist das hier. Schwere Voyere. Das behalten wir dann auch erstmal. Und der Rest kann dann erstmal weg, weil das ja eh dann einfach nur noch Butschikram ist. So, Hände. Schwere Präzisionspistole haben wir gerade gefunden. Die Abkühlungsgeschwindigkeit 25 und die ist besser. Die ist jetzt nur besser, die Waffe, weil wir da oben so einen Unterbrecher drauf haben. Die hat zwar weniger Schaden, aber die hat Abkühlungsgeschwindigkeit. Chance auf kritische Treffer hat die 5 mehr. Ja gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann werden wir die nochmal umbauen. Verstärktes Schild können wir auch ansetzen. So, Waffen. Ah, Sichelmesser, okay, das hatten wir eh schon. Eisenhammer ist besser. Sogar um einiges besser. Und verstärkte... sieht cool aus. Ja, machen wir auch mal rein. Falls wir irgendwann doch mal mit diesen Styles kämpfen wollen, haben wir da auf jeden Fall schon mal was Besseres. Handelshosen. Händlerhose. Okay, den Scheiß haben wir gefunden. Brauchen wir natürlich nicht. Lagerhausschlüssel, Aurora-Uniform. Okay, das sind die Aurora-Uniform. Den Mist haben wir auch. So. Dann haben wir sonst erstmal alles, oder? Ja. Gut. Gehen wir mal zu ihm zurück. Warte, wo geht denn das nochmal längs? Das war doch hier der Easy Weg. The Easy Way of Life. Genau, dürfen wir nicht vergessen immer. So kommen wir nämlich immer schnell wieder zum Reisen. Können wir zum Prinz hin und her gehen. Dann werden wir die restliche Ausrüstung, die ich gefunden habe, die ich nicht brauche, erstmal wieder verkaufen und so. Das mache ich aber immer offscreen. Das müsst ihr euch alles nicht mit antun. Dann gehen wir mal zu ihm hoch und bestatten ihm mal Bericht. Erstatten wir ihm mal Bericht. Mal gucken, wie er das auffasst. Wir werden ihn anlügen, wenn die Option da ist. Zachariah, what can I do for you? So, die Rettung der Technomancer. Missionsbericht erstatten. Die Aurora-Konvoi. Der Rover, erstmal der Rover. I move the Rover for you. If Ophir finds the road in, it won't be because of me. Yes, I already heard. Sorry if the request seemed paranoid. Better safe than sorry. Okay, haben wir geschafft.
Rede mit Amelia über den beschädigten Rover. Ja, mal gucken, was sie denn dazu sagt später. So, Lügen sagen, dass alles wie erwartet verlaufen ist. Vor der Verhandlung mit den Aurora Technomancer berichten. Ich lüge lieber. Convoy attack went off as planned. We left the witnesses and brought back the uniforms. Oh, delightful. And these uniforms, so spotless after a bloody battle. You deserve a round of applause for fighting like such a gentleman. Now, if I had a choice, I wouldn't assign you a new mission so quickly. But alas, it's urgent. Remember earlier when I told you Ophir's Vori have their sights set on Noctis? Want a foothold in my city that'll let them reach the other corporations? Well, the thought's been eating at me. Makes me sick to think of their violence intruding on this city. Luckily, up till now, it was just a distant threat. Scuffles in our fair city and the attitudes of some of our newer inhabitants make me wonder why they haven't already found their way in. What do you want me to do exactly? Investigate. Suss it out. You know the Vori, their methods, probably even some of their members. If they're here, I'm sure you'll see them. When you do, lure them out, then kick them out. We don't want them here. Oh, one more thing, probably nothing. I'm sure you're aware the ASC now controls Ophir. And, as I'm sure you can imagine, its constant surveillance makes it difficult for our underground matters. All thanks to new asinine restrictions created daily, like a tightening noose. So I need you to smuggle some of our merchandise in through the city's underworks, as you call it, to one of our clients. And since I know you know them well, it should be a cakewalk for you. And lucrative. Very lucrative. My property manager will give you the goods. I'll do my best. Tja, das ist das erstmal gewesen. Dann werden wir mal sehen, was wir in der nächsten Folge so erleben. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Bis dann.